ich muss auch schon wieder an die Arbeit. Aber jetzt brauche ich erstmal noch einen Kaffee. Mir Auto fahren. Ja, kannst du. Oh ja, ich will auch. Ja, ihr könnt schon Auto fahren, aber besser draußen in der Einfahrt. Hier drin ist doch kein Platz. Ja! Komm, Mia, fahr raus. Ich mach die Tür auf. Und ich fahre gleich hinterher. Juhu! Passt an der Straße auf. Mia! Oh nein! Ist alles okay, Mia? Ja! Alles nochmal gut gegangen, aber das war ganz schön gefährlich. Zum Glück ist nichts passiert. Das Polizeiauto ist auch noch ganz. Vielleicht sollten wir erst fahren üben. Ja, Mama, kannst du nicht mit uns Fahrschule spielen? Ja, wenn ihr wollt, können wir schon ein bisschen Autofahren üben. Ich muss jetzt auf Streife. Tschüss. Tschüss, Papa. Tschüss, Martin. So, ihr Lieben, dann setzt euch mal in eure Autos. Wir sind bereit. Als erstes üben wir das Bremsen und Anhalten. Wenn ihr hier aus dem Haus kommt, dann müsst ihr anhalten, bevor ihr auf den Gehweg fahrt. Wir stellen hier am besten ein Stoppschild auf. So. Oh! Denn ihr müsst immer damit rechnen, dass hier Fußgänger kommen. Hallo. Hallo, ihr beiden. Oder Skateboarder. Ja, oder auch Radfahrer. Es ist also wichtig, dass ihr hier an der Linie anhaltet. Okay. Los! Los! Ups. Hoppla! Uiuiui, ihr seid ja wilde Autofahrer. Wichtig beim Autofahren ist auch der Sicherheitsabstand. Man sollte einen größeren Abstand zum vorderen Auto halten, damit man nicht auffährt, wenn der vorne dran bremst. So, und nochmal los, Mia. Stopp! Sehr gut. Jetzt nach links und rechts schauen, ob jemand kommt. Niemand kommt. Super! Du kannst jetzt eine Kurve auf den Gehweg fahren. Stopp! Super, Alex. Jetzt auf Fußgänger achten. Es kommt niemand, Mama. Gibt das denn echt eigentlich eine Strafe, wenn man an einem Stoppschild nicht anhält? Ja, das gibt einen Strafzettel und ein Bußgeld. Und wenn man dadurch noch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, dann kostet es noch mehr. Aha. Jetzt komm noch ich. Oh, da kommt ja wirklich jemand. Hallo, Frau Hinterwäldler. Wie sieht es jetzt aus, Paul? Jetzt kommt niemand mehr. Dann darf ich fahren. So, das habt ihr super gemacht. Jetzt seid ihr auf dem Gehweg. Hier haltet ihr am besten einen Abstand zur Kante, damit ihr nicht aus Versehen auf die Straße abkommt und euch kein vorbeifahrendes Auto streifen kann. Okay. Ihr könnt weiterfahren. Autofahren macht Spaß. Oh. Immer nach vorne schauen, Mia. Mensch, Mia, du blockierst den ganzen Gehweg. Mama! Hängst du in der Hecke fest? Ja! Ich helfe dir. Fahrt weiter! Also Kinder, ich glaube, das reicht jetzt erstmal mit der Fahrstunde. Ihr könnt ja jetzt ein bisschen in der Einfahrt fahren. Ich gehe mal wieder rein. Okay. Warum geht es denn jetzt schon wieder nicht weiter? Es ist Stau. Was? Hilda, was machst du da? Ich warte, bis ich auf den Parkplatz darf. Vor mir sind noch Lisa, Lena und Malte. Anna hat eine Schranke aufgebaut. Ein Spielgeld bitte. Bitte schön. Danke, du kannst durchfahren. Ein Spielgeld, darf ich jetzt auch durch? Ja, darfst du. Kannst du die Schranke vielleicht ganz aufmachen? Dann kann ich besser durchfahren. Ja, Moment. Die hängt schon wieder. Hallo Lisa, ein Spielgeld bitte. Danke, du darfst durchfahren. Anna, darf ich auch mal zu dir ins Häuschen kommen? Ja, aber zuerst musst du dein Fahrzeug parken. Ist gut. Oh, da kommen ja noch mehr Fahrer. Mia, parken. Ein Spielgeld bitte. Wo soll Mia parken? Geparkt. Hallo, warum geht die Tür nicht auf? Mia, geparkt. Mia, vor der Tür ist kein Parkplatz. Hier muss man doch rein und rauskommen. Einfahrten und Türen darf man nicht einfach so zuparken. Aha, schade. Jetzt ist Hilda Parkwächter. Dann kann ich auch mal fahren. Ich komme gleich bei dir vorbei, Hilda. Ist gut. Aber zuerst komm ich vorbei. Hallo Hilda, lässt du mich durch?
Du musst bei meinen Kuschelhasen bezahlen. Alles klar, hier bitte. Danke, Durchfahrt ist frei. Hier ist ganz schön was los auf dem Parkplatz. Ja, ich versuche jetzt mal mitzufahren. Warum fährt mein Auto nicht? Malte, was machst du da? Du bist zu schwer, ich kann so nicht fahren. Dachte, ich lass mich zur Abwechslung mal ein bisschen ziehen. Aber das geht nicht. Schade. Hallo Hilda, hast du einen Parkplatz für mich? Ja, ein Spielgeld bitte. Danke, du kannst durch. Hey Alex, was machst du denn da? War die Schranke nicht kaputt? Ich dachte, ich könnte hinter Anna noch schnell mit durchfahren. Nix da, jeder muss bezahlen. Alles okay bei euch? Ja, Mama. Wir können jetzt schon richtig gut Auto fahren. Prima. Papa kommt jetzt dann gleich nach Hause, dann können wir Abendessen. Okay. Okay. Mia heimfahren. Ich komme auch mit. Tschüss. Hallo. Hallo Martin. Deine Eltern haben gerade angerufen, ob du gleich noch schnell vorbeikommst wegen dem Schranktragen. Ja, richtig. Das mache ich gleich noch. Okay, aber komm dann gleich wieder. Das Abendessen ist schon fertig. In Ordnung. Bis dann. Papa, Mia kann gut Auto fahren. Ah ja, das ist gut. Papa, du hast ein Stoppschild überfahren. Was? Ja, schau hier. Dafür müssen wir dir jetzt leider einen Strafzettel geben. Sowas! Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!